Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring Let's Play. Mein Name ist Profi Amateur und ja, wir wollten ja jetzt nach Kellet aufbrechen. Ich mach nochmal die Mappe auf. Also, wir sind ja hier unten und wollten mal schauen, ob wir auch so nach Kellet kommen. Eventuell. Wenn nicht, dann müssen wir halt uns von hier oben dann... Das haben wir ja schon mal freigeschaltet, haben wir aber so wirklich entdeckt oder uns mal hier umgeschaut noch gar nicht. Hier vorne ist auch eine Höhle. Die scheint schon mal interessant zu sein. Na, und da die gleich an der Grenze zu Limgrave ist, scheint das wohl auch so der erste große Waypoint zu sein. Ja, und dann werden wir einfach mal schauen. Also so wie es hier aussieht, ist da einfach nur Wasser. Da werden wir von hier, denke ich mal... Ist da oben auch was? Guck mal. Interessant. Also, hier ist auf jeden Fall tiefes Wasser. Da muss man aufpassen. Guck mal hier hoch. Oder muss man sich von da oben runterfallen lassen? Das wäre ja strange. Wir versuchen es einfach mal hier. Okay, jetzt bin ich hier. Nee. Geht das? Eben war ich auf dieser... auf dieser Kante. Schade. Das macht mich ja immer wahnsinnig, ne? Wenn ich was sehe und ich komme da nicht hin. Wahrscheinlich ist der Weg total einfach. Oder hier gibt es irgendwie so einen Durchgang oder so. I don't know. Aber hier gibt es auch keinen Hinweis, ne? Von irgendeinem Spieler. Oder vielleicht durch eine Höhle, dass man da irgendwie durchkommt. Wäre ja auch eine Option. Also quasi, dass hier irgendwo eine Höhle anfängt und das, man kommt da raus. Gab es ja auch schon öfters mal. Vielleicht hier. Ah, schade. Ah, das ist knapp, aber man kommt nicht hoch. Definitiv nicht. Doch, so kommt man hoch. Aber hier gibt es auch keine Höhle. Zumindest sehe ich hier keine verdammte Axt. Hier vielleicht? Ah ne, hier ist ja dieser... hier ist ja dieser Durchgang zu diesem... Ach, zu diesem Typen, ne? Wir haben ja auch noch die, die Wurzeln. Na, dann machen wir das doch. Dann reiten wir von da oben los. Sonst ja nicht weiter jucken. Aber wir werden dann trotzdem versuchen... sag ich mal... Ja, wir können ja kurz abgeben und dann porten wir uns da vorne hin zu der einen Kirche. Aber der Typ hat ja noch hier eine Menge. Wie viel habe ich denn eigentlich? Ich kann auch sogar nochmal aufsteigen, ne? Dann machen wir auch 40. Sind die Runen auch schon mal safe, wenn wir hier in dieser gefährlichen Zone sind? Du, Digga. Du wolltest doch noch was zu futtern haben, ne? Hier 3 Stück. Strange. There's something else. But the death yet quenches. Bring more. Schrei der Bestie. Bestialische Lebenskraft. Okay, Schrei der Bestie. Hat uns doch nochmal was gegeben. Wunderbar. Und übrigens, das ist auch ein bisschen viral gegangen. Hier vorne sind so kleine Viecher.
Ja, die kann man eigentlich easy killen, wenn man sich an die ranschleicht. Sag ich mal. Und die geben 1000 Runen, ne? 1000 Runen für ein so ein Vieh. Ja, und die laufen hier überall rum. Können wir mal zwei nicht machen. Was? Ey, war das ein Crit? Oder war das ein Crit? Der ist ja mal instant down. Hui. Aber, ne, wenn die uns sehen, dann ist hier, dann ist ja aber Halligalli angesagt, ne? Dann scheppern die nämlich richtig rein. Aua. Wo war der nächste? Alter. Die darf man nicht unterschätzen, die Jungs. Aber ihr seht, ich hatte 9000, jetzt habe ich 13000 Runen, weil ich vier Typen weggemeuchelt habe. Ne, also so kann man, die sind hier überall und wenn man alle platt gemacht hat, dann spawnt man wieder an dem Feuer und macht das Ganze nochmal und so kriegt man auch seine Runen, wenn man das ein bisschen farmen möchte. Will ich aber nicht, ich sah in dem Let's Play, will ich nur die schnellen Sachen machen oder effizienten Sachen. Wir hatten vor, wer ist denn das hier eigentlich? Ein nomadischer Händler, vielleicht hat er auch noch ein paar Steinschwertschlüssel. Wir brauchen auf jeden Fall noch das hier, damit wir dann den unteren Bereich auch mal aufhaben. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt einfach hier mal in die Fäulnishütte. Na, die Kirche da oben, da hatten wir einen Invasor platt gemacht hier, diese Anastasia. Wenn ihr euch noch dran erinnert. Wow, und hier Marker 1 war das, ne? Oder 2? Marker 1. Marker 1 ist da vorne. Ach, hier waren ja diese Viecher, ne? Blob und so weiter. Ey. Langsam. Woran waren? Da vorne müsste es sein. Oh, hier ist ein Friedhof, ne? Wunderbar. Aber da war irgendwas. Hör ich da? Ih. Das war nur eine 1er Rune. Mal gucken, was wir hier haben. Noch eine Rune und eine 3er Rune. Wunderbar. I. Nein. Das sind doch die Viecher, die einen ins Gesicht springen, ne? Und dann einen aussaugen. So, und jetzt? Wo ist denn hier die Höhle? Ah, da unten wahrscheinlich. Da unten stehen zwei Wachen. Hier ist die Höhle. Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch. Na, gucken wir mal. Ob wir da hier bestehen können in dem Geldtunnel. Geldtunnel, ne? Nicht Geld. Was ist denn Mine, glaube ich, ne? Minen sind doch immer ganz geil. Scheiße, da vorne ist einer. Ach, wir machen jetzt mal den. Boah, das geht klar. Ich denke mal, das geht klar. Vom Levelbereich her brauchen wir 3 Schläge, aber das ist okay. Wenn ich jetzt hier 10 Schläge gebraucht hätte, dann wären wir wohl noch zu schwach. Aber ich meine die... Oh nein! Oh nein! Da wollte ich eine Rolle auf das Fass machen und was mache ich? Ich fall 10 Kilometer tief. Oh mein Gott. Okay, Geldtunnel. Aber es war ja gleich am Anfang, von daher dürfen wir uns halt nicht nochmal so einen Stunt erlauben. Dann passt das schon.
So, hier war der Friedhof. Ah, manchmal echt die kleinste Kleinigkeit und schon ist man verloren bei diesem Spiel. Der Junge. So. Jetzt aber. Ach, das. Netterweise liegt das auch wieder hier oben. So, jetzt mal alle Kisten hier platt machen. Und dann müssen wir hier links runter. Genau so. Springen. Ja, danke schön. Hier haben die Spieler ja schon alles vorgegeben, ne? Ah, hier liegt auch noch was. Ein Schmiedesteinchen. Wunderbar. Von der dunklen Sorte. Aktuell haben wir auch noch keine spezielle Waffe, ne? Die wir mit Dunkelschmiedesteinen upgraden können. Also so irgendwie hier Zauberwaffen oder sonst was. Das sind ja alles nur Standardschmiedesteine. Okay, den haben wir schon mal aktiviert. Der ist safe. Pöschen wir uns mal ran hier an den Jungen. Sehr gut. Ui. Ah, die gehen nicht mehr so leicht down. Die Jungs. Aua. Ah, da Feuerschaden? Weil er hier so einen glühenden Hammer hatte. Aber die gehen auf jeden Fall nicht mit den normalen Pfeilen klar. Wie es immer davor war, ne? Auf jeden Fall härtere Zeitgenossen. Rune 5. Schon mal eliminiert. Einmal ausgewichen und ein Dreier-Kombo. Dann liegt er da im Staub. Ein Radan-Soldatenstulpen. Okay, wir hatten ja hier mehrere Möglichkeiten, ne? Einmal da geradeaus, dann hier drunter. Wir werden einfach mal hier jetzt mal lang gehen. Mal eins nach dem anderen. Hier sind diese ganzen Blobs. Und da ist auch Mama Blob. Junge, auf der Route ballern. Jetzt haben wir sie. Und wo ist denn das Loch? Ey, jetzt hier rein. Und da ist er down. Irgendwie kann ich nicht ins Maul das Schwert reinhämmern, wie es eigentlich normalerweise gedacht ist. Warum auch immer. Und ein Eierstock des Landoktopus.
Ein Kreuz Nagitana. Ein Kreuz Nagitana. Ist das ein Katana gewesen? Schmiedestein 4. Geil. Wir schauen mal. Nee, Katanas sind ja hier. Kreuz Nagitana. Oder ist das ein Dolch? Kann natürlich ein Dolch gewesen sein, ne? Ja, hier. Ein Speer ist das. Ein Speer mit Stichschaden. Ein Kreuz Nagitana ist ein Speer. Oh, jetzt haben wir doch schon ein bisschen was gesammelt, tatsächlich. Ja, nach und nach ernähren wir... Die kloppen da aber auch auf die Steine darauf, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir an den... Also uns die, mit den Wachen können wir uns gut anlegen. Aber diese Steintypen, ne? Die sind echt heftig. Hier ist einer. Oh, mit zwei Steintypen, ne? Boah, da trifft er mich. Das gibt's doch gar nicht. Alter Schwede. Wir was trinken. Trinken, trinken, trinken. Kann man die beherrschen? Aua! Wird mich jetzt echt mal wundern, was ist denn? Oh, die Kamera, ne? Macht mich echt wild. Oh mein Gott! Alter! Ey, diese Kamera! So anvisieren? Nochmal drauf schießen. Alter, für den brauchen wir einfach 15 Schüsse, ne? Ich habe keine Getränke mehr. Das ist viel schlimmer. Können wir uns an den vorbeischneaken. Unten ist ja sonst nichts außer... Oh, scheiße. Hier wird nicht getrootet, Junge. Gut, die lassen wir einfach in Ruhe. Werden die auch nicht auf uns aufmerksam? Sehr gut. Huch. Dann hier runter. Okay, er lässt sich nicht stören. Das ist gut. Radan, Soldaten, Beinschützer. Große Schimmersteinüberreste und Gnadenimitator. Hier ist noch ein Schmiedestein, den nehmen wir mit. Sneaken uns hier einfach mal durch, ne? Was ist denn für ein Holzverschlag hier? Oh, da ist auf jeden Fall was am Schnarchen und am Öffnen. Hä? Achso, ich glaube, ich muss stehen, ne?
Oh, das ist ein Ort der Gnade, sehr gut. Da können wir nochmal auftanken. Uns frisch machen, Zähne putzen. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, ich, nicht nur berühren, ne, das war der alte Trick, ne? Sondern auch nochmal kurz rasten. Wie sieht es eigentlich aus hier mit der Kohle? Okay, wir brauchen noch knapp 13.000. Ich würde schon mal das Katana in beide Hände nehmen, denn das hört sich nicht gut an. Ah, da pennt auf jeden Fall was Großes. Okay, dann nehmen wir natürlich... Und dann holen wir unsere Ritters. Und dann wünschen wir Glück. Dann rein da. Ja, ich habe schon keine Kraft. Was ist das für ein Drache? Ah nee, das ist... Gegen den haben wir doch schon mal gekämpft, ne? Ja, ja, ja. Das war in der Höhle. War gut. Ein Schnitt noch. Was trinken? Ganz wenig noch. Ganz wenig noch. Ruhig bleiben. Schnitt. Und da ist er down. Wunderbar. Ah ja, stimmt. Das, der gehört ja zum Drachen. Und Mondschleier. Haben wir bekommen. Sah aus wie ein Schwert. Okay. Weisheit 23. Das ist ein Zauberkatana. Flüchtiges Mondlicht hat er als Attribut, also als Special Move. Löst Bluteffekt 50 aus. Also mehr als die anderen. Die habe ich hier schon auf B-Skalierung. CDE, also Geschicklichkeit habe ich ja sowieso. Weisheit, da müsste man dann vielleicht nochmal auf Weisheit gehen, wenn ich so ein Katana-Bild machen möchte. Also Mond-Katana. Da muss ich mal schlau lesen, wie sowas gespielt wird. Oh, da war aber schon knackig, der Junge hier. Muss man ja sagen. Er war nicht ohne Magma-Lindwurm.
Da vorne haben wir noch einen Schmiedestein. Genau, das ist jetzt das Ding, ne? Ich hab... Der Uda hat uns auch gut Runen gegeben. Nochmal rasten und voll machen. Okay. Wir gucken mal, wo es hier lang geht. Freude, ja. Wir sind in Limgrave. Alles klar, man kann also von Limgrave hier auch reingehen. Geh. Alles klar, hier ist der Höhleneingang. Dann kann man hier komplett durchgehen. Interessant. Wir wollten ja weiter in Kaled machen. Von daher, alte Fingerleserin. War hier ein Portal? Ja, ich sage mal einfach, wir reiten das einfach jetzt mal ab. Also portieren uns jetzt da vorne hin. Und dann reiten wir einfach mal die große Straße ab. Da dürften wir jetzt nicht mehr so viel Angst vor haben wie damals zu Anfang, als wir dann irgendwo hier waren und nur noch weg wollten. Ne? Und dabei war die Lösung ja so einfach. Ach ja, an die kann ich mich erinnern, an die Gang. Jeder kriegt was ab. Drei Schläge brauche ich für die, ne? Was bringen die? 100 Runen. Dann lohnt sich das ja gar nicht. Kriegen wir vielleicht... Werden wir dann umzingelt und kriegen richtig einen auf den Sack. Okay. Ich höre hier irgendwie einen Skarabäus, der steht da direkt vor unserem Weg. Wirbel ohne Flamme? Oder Wirbel ohne Flamme? Was ist denn das? Das sind für Vieh, ey. Jetzt kommen sie aber von beiden Seiten. Und sonst haben wir ja auch nie gekämpft, ne? Okay, geht aber klar. Geht klar. Die sind aber echt nicht hübsch. Irgendwie eine Mischung zwischen Ratte und Hund oder sowas. Da lag doch noch was, ne? Schwere Bestienknochen. Ist das nicht hier so ein Wagen, wo auch immer eine Kiste drin war? Hinter uns? Öffnen. Geht. Ein Großschwert. Oh, Alter. Das ist aber ein anderes Vieh, ne? Nur mal unser Pferdchen. Der sieht doch anders aus als... Da brauche ich schon gar nicht mehr gucken. Der kam schon von alleine. Da ist er down. Oh, hier gibt es aber auch gut was zu holen. Nein. Absetzen. So, ich wollte eigentlich trinken. Sprengbolzen. Hier ist eine Kiste. Runenbogen. Und
wir haben ja auch bislang auch wieder keine Runenbögen benutzt, ne? Naja, wenn es mal wieder richtig eng und kritisch wird, kann man das auf jeden Fall als Option ziehen. Also gegen den nächsten super Runenboss, da werde ich es auf jeden Fall machen. Das habe ich ja bei Redana oder Renna oder wie die hieß da vergessen. Rihanna. Hier nochmal reinhämmern. Okay, nice. Ja, wir sollten echt jetzt hier alles mal erkunden, ne? So wie wir es ja sonst auch machen. Nicht hier einfach irgendwie doof durchrushen. Wir haben ja hier genügend Punkte schon freigeschaltet. Schnellreisepunkte, von daher. Gucken wir uns natürlich hier alles in Ruhe an. Na, da unten, da ballert hier hoch. Alter, ist das ein Riesentopf da vorne. Heidewitzka. Ist das ein... Ist das ein NPC oder ist das ein... Nee, das ist ein Gegner. Pennt hier rum. Mitten im Nirgendwo. Aber ich gucke nur mal hier, ich muss jetzt nicht gegen alle diese Viecher hier kämpfen, aber genau, vielleicht liegt hier ja noch irgendwas rum. Hat die hier, die zeigt doch ein Dungeon an, oder? Da unten gibt es wohl einen versteckten Dungeon. Dass der Riese noch so weit ballert, ne? Ist doch echt unnormal. Die zu den Wurzeln heimkehren? Was ist denn das Kryptisches? Ja. Jetzt geh mal weg da, genau. Also als stand der unten was mit diesen Wurzeln heimkehren. Solange das steht, kann ich nichts machen. Weder linke Maustaste, rechte Maustaste, springen, ducken, dodgen, nix kann ich. Und da ist das ein bisschen doof, ne? Okay, da vorne haben wir Ruinen, die werden wir uns natürlich auch angucken. Denke mal, jetzt fühlen wir uns auch bereit für sowas. Alles klar, super, gut. Da hinten sind auch noch Ruinen, ne? Also, wir haben hier vorne sind ja Ruinen von Kalem. Aber da waren doch auch noch Ruinen. Wenn ich das jetzt... Oder war das... Gehörte das noch zum Geldtunnel? Da, geradeaus zu. Alter, fiese, rote, leuchtende Augen. Ist das einer, der diese Fünffachpunkte ergibt? Schauen wir mal. Nö, auch nur 300. Okay, aber wir gucken uns die Ruinen an. Mach das hier peu à peu. Chirurgisch arbeiten wir uns vor. Haben wir verlorene Ruinen? Ach, hey, Jemine, der kommt da angesprungen. Als gibt's kein Morgen mehr. Ey, da macht die Ruinen kaputt. Sag mal, bist du irre? Die halten aber gut was aus. Die
Die halten gut was auch. Aber 1780 Punkte, Runen geben die. Das ist schon mal sehr nice. Kam er da runtergejumpt, war? Dachte, das wäre ein Drache gewesen, ey. Deswegen habe ich auch schon mal die Drachenkämpfe gemacht, ne? Einfach nur. Ah ja, Steinschwäche. Mal gut, dass wir welche gekauft haben, ne? Dass wir ein paar auf Tasche haben. Da kommt noch einer. Ei. Und da ist er down. Oh, aber es gibt gut Runen, alles cool. Hüpf, hüpf. Ich höre hier ein Skarabäus. Wo ist er da hinten? Ah, da wird da hinten sein, ne? Nein, wir bleiben erstmal bei den Ruinen. Nicht, dass wir jetzt hier wieder komplett... komplett lost durch die Gegend reiten. Hier war ich noch nicht, ne? Ah, Ruinen, das ist immer... Oh, da ist auch so ein fetter Vogel. Der hat mich gar nicht gesehen. Soll uns jetzt aber auch nicht jucken. Waffe gibt's hier wohl. Dann lohnt sich das ja umso mehr. Müssen wir halt schauen, ob hier ein Gegner kommt. Steinschwertschlüssel, ja, ist klar. Jetzt geh weg da unten, weil ich kann meine Waffe nicht wechseln. Beziehungsweise ich kann gar nichts machen. Jahre später. Hallo. Oh, ey. Ich kann nichts machen, ne? Ah, mit F vielleicht. Mit der Benutzentaste. Das wäre natürlich auch nochmal... wertvolles Objekt. Oh, das Schwert von Sant Trina. Das Schwert von Sant Trina. Das wird's gewesen sein. Nebel des Schlafs hat er als Spezialattacke und Weisheit 14. Ansonsten Stärke und Geschicklichkeit. Also da, die Skalierung könnten wir definitiv machen, aber ich will Katanas, ne? Und dieses Mond-Katana, das war, glaube ich, schon nicht schlecht. Da müsste ich mich erkundigen. Hier oben ist noch was. Da müsste ich mich mal erkundigen, wie man sowas spielt. Eine goldene Rune. Sehr nice. So, dann haben wir als nächstes die anderen. Also wir sind jetzt... Ah ja, verlorene Ruinen waren das also. Dann geht's als nächstes in die Ruinen von Kalem. Und so reiten wir eins nach dem anderen ab. Wir sind ja jetzt quasi... Genau, das ist natürlich dann vom Weg jetzt, den wir jetzt runterreiten, natürlich mal rechts und links, alles. Man kann auch nicht so wirklich erkennen, also die Ruinen konnte man jetzt auch nicht so wirklich sehen auf der Mappe. Boah, aber wie tief das da noch geht, ey, boah. Alles so verwurstelt und verwinkelt. Da vorne ist aber ein Ort der Gnade, habe ich das noch nicht? Das hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ruinen von Kalem, doch. Doch, doch, dann hatte ich die doch schon. Oh, hier ist so eine Statuette, die einen wiederbelebt. Das heißt, hier könnte auch wieder ein Boss sich rumtreiben. Oh, was ist das denn?
Alter! Bist du verrückt? Er hat sich voll selbst in die Luft gesprengt. Macht man doch nicht. Ist das auch einer? Ja, ne? Explodieren die? Nee. Also nur wenn die ange... da kommt einer. Zwei, drei, ach du Kacke. Alter, wie die einfach explodieren. Ja, bist du irre oder was? Aber soll mir recht sein. Das sind easy Kills. Oh mein Gott. War gut, dass ich hochgesprungen bin. Ah, aber das sind ja Ruinen, ne? Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall einen Keller. Den müssen wir erstmal finden. Hallo? Gut, hier ist erstmal alles safe. Eigentlich muss ich ja nur auf die Nachrichten unten gucken. Schwelender Schmetterling. Ui, ist eine ganze Gang. Oh mein Gott. Weg, 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 Alter. Egal, alles Kohle. Alles Ruhen. For free, sozusagen. Oh! Da ist ja auch noch so ein Verrückter. Hey, hey, hey. Jetzt wird's aber enge. Mal was trinken. Lieber Herr Gesangsverein, die Dinger sind ja scheiße. Oh, mit denen komme ich ja mal gar nicht klar, ne? Naja, mein Gott sei Dank sind wir ja nicht weit weg. Dann holen wir jetzt mal unser Zeug wieder. Ist ja hier vorne. Ah, sind diese Explosionsviecher auch wieder da, ne? Also versuchen wir die mal zu meiden und gucken jetzt mal, wo der Eingang von dem Keller ist, ne? Kann natürlich auch tatsächlich bei denen sein. Okay, hier ist erstmal nix. Oh mein Gott, da ist ja noch so ein Vieh. Alter. Wo ist hier ein Keller? Noch einer, Alter. Wie viel sind denn hier von denen? Einen Keller habe ich hier noch nicht gefunden, tatsächlich. Vorsicht, Falle.
Und überall fallen diese komischen rollenden Dinger da, die man nicht irgendwie nicht kaputt kriegt. Hier liegt noch was? Oh mein Gott. Oh Scheiße. Jetzt ist er wach geworden. Wollte ich doch gar nicht. Eieiei. Oder bei ihm hier hinten. Orientieren hier. Kommt man zu Fuß, kommt man hier gar nicht hoch, ne? Wir müssen doch irgendwelche, irgendein Eingang sein zu irgendein. Hier ist er! Hier ist er! Alter Schwede! Und hier ist auch noch ein Bossportal. Lecco mio! Riese voraus. Ach, Herr Jemine. Wie viel haben wir noch? 7. Machen wir nochmal voll. Wir. Ups. Nehmen schon mal den Trank. Und einhändig. Oder ein Katana in beide Hände. So. Und dann holen wir gleich die Ritters. Und dann hoffen wir mal, dass wir das hier schaffen. Was auch immer uns erwartet. Viel Spaß. Oh mein Gott, das sind da zwei Eierköpfe, ja, Kürbisköpfe. Sind die echt Bombe, Jungs. Ihr seid echt gut. Aber war gut, dass wir diese blöde Eingang hier gefunden haben, ne? War ja echt ein bisschen versteckt. Und da ist sie, die Belohnung. Ein Feuerspuckerschild. Das sieht ja natürlich mal richtig sick aus. Oh, man braucht dafür 44 Stärke. Das ist natürlich für so ein Stärkebild perfekt. Da könntest du mal anprobieren. Einfach nur mal zum Gucken. Alter Schwede, das sieht ja mal richtig fies aus. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen, oder? Okay, aber das entspricht ja nicht unserem Bild und wir nehmen das erstmal wieder raus. Ich sehe gerade, wir können noch ein paar Pfeile herstellen. Dass wir wieder auf 90 sind. 96. Und ein paar Brandpfeile. Und das hier. Zauberknochenpfeil. Schlafpfeile. Die müsste man ja auch mal ausprobieren, ne? Mit Trinas Lilie, da haben wir ja so viele. Knochengroßpfeile.
Was ist das denn hier? Parfümkunst. Aber noch gar nichts, ne? Bewahrende Boli. Scharlach. Ah, jetzt können wir hier diese Scharlachfäule. Das haben wir doch für, von dem einen Händler noch gekauft, ne? Oder war das von Patches? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt, da hätten uns noch die Scharlachfäule hat uns gefehlt, ne? Wir hatten ja Blutspillen stillend. Mit diesen Landoktopus-Eiern. Und hier Sakramentknospen. Und dieses Höhlenmoos, was wir mal eingesammelt haben. Und das Herber. Das ist dafür da. Können wir ja gleich mal welche herstellen. 4 Stück. Weil Scharlach gibt's hier ja, ne? Wir haben jetzt 10 Stück. Also wenn uns die Scharlachfäule übermannt, dann können wir die noch schnell nehmen. Ja, wunderbar. Perfekt. Dann schauen wir mal auf die Uhr. Oh, ich sehe schon, unsere Zeit ist um. Von daher bleiben wir hier einfach so stehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Elden Ring. Mein Name ist Profi-Amateur und dann rocken wir Kellet in Richtung Süden weiter. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.